So, einen wunderschönen guten Abend. Willkommen Hallo. Runde 2. Heute haben wir 3 Teilnehmer. Erstmal unten links in der Ecke befindet sich der gut aussehende Gentleman, der auch bekannt ist als Ricard Misantropia. Und ein Fuß, das ist ja geil, das der ist irgendwie im Hintergrund sich bewegt. Und ein Fuß, genau. Ein bisschen das verwirrend. In der Mitte findet sich, ja, die Italiener lieben sie, darum wurde ja auch das Gericht Bruschetta nach ihr benannt. Vanessa, Vanetta, ja. Wer das da Hallo. Ist. Hallo, buongiorno. Si, fliegen. Und unten rechts haben wir den Gentleman, der nach dem Prinzip lebt, Stay Classy, der auch Bier aus Weingläsern trinkt, Heatrex. Schön, dass du da bist. Ja, wie gesagt, schön, dass ihr da seid. Für euch haben wir natürlich auch viele Fragen vorbereitet. Ich hoffe, die gleichen, dann ist es leichter. Die gleichen Fragen. Ich bin gespannt, dabei. Ob... Also die erste Fragenrunde war ja relativ schwer. Und ich bin mal gespannt, ob die Fragen vielleicht nicht so schwer sind. Schauen wir mal. Also ich würde sagen, time für die Animation. Yeah. Und hier haben wir die Fragen. Also, die Kategorien sind Gamerwissen, Frittenfett Senpai, Nintendo, Filmklassiker und Games of 2019. Ja, das... Warum hat Kidrex keine Punkte? Weil ich... Ja, weil ich habe Mod-Bonus, ich starte mit 1900. Vanessa hat Titten-Bonus, ich starte mit 1300. Was ist mit meinem Titten-Bonus? Die wachsen noch. Und außerdem bin ich hier Fritten-Top. Bitteschön, so können wir starten. Nee, ich habe vergessen zu speichern, alles gut. Minus 1. Gut, ich würde sagen, Misa fängt an, du darfst dir eine Frage aussuchen. Okay, weil es eh gar keine Rolle spielt, in welche Reihenfolge wir das machen, fange ich an mit Gamerwissen 100, oben links. Gamerwissen 100. Okay. Und wie immer habt ihr ein Talent dafür, die Schätzfragen ganz am Anfang herzubekommen. Nice! Also, ihr seid ja alle vorbereitet. Dann frage ich, ich fange mal direkt an. Wie oft verkaufte sich das Spiel Super Mario World Yoshi's Island bis heute? Ach du Heilige. Yoshi's Island, also Super Mario World 2. Ja, Yoshi's Island. Auf dem SNES oder auch die Game Boy Advance Variante? Ich sag mal beide. Mann! Was ist mit dir? Das ist eine Schätzfrage. Okay, ihr müsst die Zahl auch nicht aus... Ja. Ihr könnt auch abkürzen mit 1000 oder ja. Millionen oder Milliarden oder Billionen. Was ist ich? Moment. Mehr als 1000? Okay, dann liege ich wohl falsch. 3. Okay, seid ihr bereit? Alle fertig? Ja. Ja. Dann zeigt mir euer Ergebnis. 558.347 von Misa. Okay. 150 Millionen von Vanessa und 10 Millionen von Keydrex. Warte mal. Das sind schon ganz schön viele. Also, die Lösung ist 4,12 Millionen Mal. Das müsste heißen, ich glaube, Vanessa war am nächsten dran, oder? Was? Mal. Mit 100 Millionen? Nee, du hast 100 Millionen. Dann war Kidrix. Zeig doch mal die Kamera. Zeig das doch mal in die Kamera. Das war eben. Ja. Ich hatte erst 2 geschätzt. Ja. Na, wobei. Er hat 10 Millionen, ich habe 500.000. Und ich hatte 150. Ja, dann dementsprechend hat Misa gewonnen. Dann ist Misa näher. Misa, 100 Punkte für dich. Wir können doch nicht so, es ist kein Mathe mehr. Glückwunsch. Okay. Uff. GG. Gut. Habe ich jetzt gewonnen? Kann die Kamera ausmachen? Okay. Ja, wir sind fertig. Ah, bitte nicht, du zerstörst alles. Okay, Vanessa, die nächste Frage. Yeah, Moment. Ja, dann nehme ich Frittenfett Senpai 100. 100. Ihr wollt auch die 100 wegmachen, wie Fibroki, ne? Okay. 100 Punkte Frittenfett Senpai. Auf geht's.
Wie viele Fanpakete hat Fritte bereits von seinen Zuschauern bekommen? Er weiß auch auf YouTube. Das ist auch eine Schätzfrage. Hidrex. Ich sag eins. Eins. Viel Batman. Ist leider nicht korrekt. Ah. Es waren drei. Ein von Lena, das war vor kurzem erst, und zwei von Bienchen. Den Adventskalender und das andere weiß ich jetzt nicht mehr, was das war. Mhm. Okay. Schweizer Süßigkeiten waren das. Zum Geburtstag, genau. Mein Krieg. Ja, Heatwax, du darfst die nächste Kategorie aussuchen, nachdem ich euch den Buzzer rausgenommen habe. Ja, ja, dann mache ich mal Nintendo für 600. 600? Was? Ja. Willst einer wissen? Ach, du hast die Karte kaputt gemacht, genau. Okay. 600. Das ist eine Frage, da bin ich gespannt. Das ist ja, glaube ich, auch eine Tausender-Frage. Wie hieß der zweite Codename des GameCubes? Heatrex? Dolphin. Nah dran. Das war der erste, ne? Das war der erste. Ach, verdammt. Der zweite hieß Starcube. Ach du je. Heatrex, es tut mir weh, aber es ist noch nichts verloren. Ich würde es auch sagen, Ach, Bienchen muss ich wieder einmischen. Aha, aha. Aber es war trotzdem nicht eins. genau, du kannst ja trotzdem noch aufholen. Und im Finale werde ich jetzt einfach bestehen bleiben und sagen, es gibt 200 Punkte pro Frage. Das finde ich eigentlich ganz in Ordnung. Also, ja. Lisa, du darfst eine weitere Kategorie aussuchen. Ich nehme Nintendo 100. Okay. Nintendo 100 von Lisa. Wie heißt der Erfinder von Zelda und Mario? Heatrex? Shigeru Miyamoto. Das ist korrekt. Na, endlich mal. Buzzern wir eigentlich nicht oder verpasse ich den Buzzer? Den hören wir gar nicht, oder? Mit bei dir, warte mal. Wir hören den nicht. Also ich höre keinen Buzzer. Ich habe da gerade was in den Settings eingestellt. Seht ihr in der Information, dass ihr... Drück mal drauf, Misa. Ja, kommt an. Okay. Dann ist einfach Kidwerk schneller. Okay. Gut. Sowohl richtig als auch falsch bin ich der Schnellste. Die nächste Ehre hat Vanessa. Games of 2.1900. Okay, Games of 2.1900. Eine Schätzfrage. Okay, wow. Immerhin kriegt einer auf jeden Fall Punkte. Yeah. Ich kann keine verlieren. So, die Frage lautet, wie viele Level gibt es in Yoshi's Crafted World inklusive Boss-Level? Tja, wenn man das gespielt hätte. Habe ich auch noch nicht. Wie viele Level? Kannst du nochmal die Frage wiederholen? Wie viele Level gibt es in Yoshi's Crafted World inklusive Boss-Level? Das heißt, Boss-Level zählen auch als eigene Level. Ich hab keine Ahnung. Letzte Frage. Okay, Lisa hat's, Hidwex hat's, Vanessa schreibt 12 drauf. Nein. Okay. Also ich hab's auch. Okay, gut, dann zeigt mal eure Lösung. Hui. Okay. Ich weiß, wer gewonnen hat. Die Antwort lautet 44. Wow. Und Keydrax ist mit 60 am nächsten dran. Aber ist auch kein Problem, weil er hat eh Minuspunkte. So langsam kommt er näher. Was ist? Hä? Was?
Nur 44? Ja. Ist ja quasi nur ein Indie-Game. So. Als nächstes ist Skidrex dran. Ich bin dran. Games of 2019 200. 200. Okay. Ende an die Buzzer. Welches Anno wurde im Jahr 2019 veröffentlicht? Skidrex? Anno 1800. Das ist korrekt. Heute noch gespielt. So, 200 Punkte. Ja, gut, ne? Minus 300 für dich. Ja. Du kommst langsam voran. Aber Misa ist immer noch in Führung. Und darfst du eine Frage aussuchen? Was hast du gesagt? Entsperrst du den Buzzer? Nee. Okay. Kommt jetzt eine Schätzfrage? Ich weiß nicht. Jede Weise. Okay, ich wähle Filmklassiker 100. Man merkt so ein bisschen, dass ich die Schätzfragen eigentlich immer in den 100 oder 200 gepackt habe. Aber hier ist tatsächlich keine Schätzfrage, denn wir haben jetzt hier eine Frage zum Thema Herr der Ringe. Oh Gott, nein. Also, wie hieß der Drache, der den einsamen Berg besiedelt hat? Misa! Smaug? Smaug ist... korrekt! 100 Woo! Punkte an Misa! Frodo. Nein, Frodo nicht. Vanessa, du bist dran. Was nehme ich? Ich nehme Gamerwissen 200. Gamerwissen 200? Ich dachte gerade so, hä? Ich habe das doch schon ausgewählt. Aber, ja. Gamerwissen 200. Okay. Ende an die Buzzer. Wie heißt die Prinzessin in Super Mario Land für den Gameboy? Vanessa. Toadstool? Oder ich weiß, ich bin mir nicht sicher, aber... Du hast versucht, die Prinzessin Peach zu nehmen, aber es ist leider falsch. Denn es war Prinzessin Daisy. Ach so, okay. Das aber ist, glaube ich, auch das einzige Spiel, wo sie eigentlich vorkam. Komm, ich kann schon länger so. Okay. An der Platzierung hat sich noch nichts geändert. Aber Kidrex ist jetzt dran. Zeig uns eine Weisheit. Dann nehme ich jetzt mal Nintendo 300. Wie ihr euch alle nicht an die schweren Fragen traut. Okay, Nintendo 300. Das ist tatsächlich jetzt ein bisschen eine schwierigere Frage, denn das ist auch die einzige Frage, die in allen Fragen ein bisschen besonders ist, denn wir haben jetzt eine Bildfrage. Das heißt, ich packe Bilder in den Stream. Ihr könnt es ja jetzt sehen, ich teile ja ein Bild, da habt ihr ohne Delay, könnt ihr die Bilder auch sehen. Ich packe Bilder in den Stream, ihr müsst mir nennen, wie dieses Spiel heißt. Ich habe 3 Bilder und für jeden Bild, was ich weiter anzeige, gehen 100 Punkte weniger. Also, wenn ihr mit dem ersten Bild schon sagen könnt, was es ist, kriegt ihr 300. Wenn ihr mit dem zweiten Bild sagen könnt, 200. Mit dem dritten halt 100. Aber schon mit Buzzern, ne? Mit Buzzern, ja. Dann fange ich mal an mit dem ersten. Das war Nintendo 2, Nintendo 300. Nummer 1. Ui, Lisa. Hyrule Warriors? Nein. Leider nicht. War auch mein erster Gedanke. Hab ich aber nicht. Ich mach mal die nächsten Bilder. Misa müsste es kennen. Es ist eigentlich jetzt egal, weil Misa hat schon verkackt. Das ist doch... Was? Hä? Es ist Nintendo-Land. Ich check's nicht mehr. Sorry, ich check die Aufgabe gerade nicht mehr. Die Aufgabe wäre gewesen, ich zeig ein Bild, das ist alles dasselbe Spiel. Hättet ihr jetzt richtig geantwortet, hättet ihr 300 Punkte gegeben. Ach so. Wenn ihr es nicht gewusst hättet, hättet ihr jetzt, wenn ihr es jetzt gewusst hättet, 200 Punkte gekriegt. Und bei dem, weil das am bekanntesten ist, 100 Punkte.
okay. Aber Misa hat leider schon beim ersten Bit falsch gesagt. Das heißt, 300 Punkte minus bei Misa. Ist aber nicht so schlimm, weil er ist immer noch in Führung. Mit minus in Führung. Okay. Fuck, wer ist denn jetzt dran? Warte mal. Ach, Misa müsste dran. Misa. Schon wieder. Okay, Fritten oder? Fritzen bei 200. Dritten Fett Senpai 200. Oh, Misa, letzte Frage. Vermutlich die allerletzte. Okay. Da bin ich mal gespannt, wer das beantworten kann. So. Ja. Welchen Platz belegt Ritzel beim Speedrun-Kommen bei 100% Banjo-Kazooie N64? Wenn man alle Glitch-Runs weglässt. Letzte Frage. Welchen Platz bin ich bei Banjo-Kazooie 100% Speedrun, wenn man nur die Glitch-Less nimmt? Also, gibt wo es die keiner Kategorie mogelt. Die Kategorie gibt's nicht. Hat Fritte per Hand gezählt. Es gibt einen Filter tatsächlich. Ich habe sogar einen Screenshot, der es beweist. Also, alles ist vorbereitet. Die Frage habe ich jetzt extra reingepackt, weil ich sogar beim letzten Rennen das gezeigt habe und gesagt habe. Deswegen dachte ich so, das ist diese Frage. Nein, 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 nein. Seid ihr alle bereit? Kann ich letzter schreiben? Zählt das? Ich bin tatsächlich nicht letzter, nein. Hey, du spoilerst, weil das steht bei mir vielleicht auch. Okay. Ihr könnt die Karten gerne hochhalten. 20. Wow, also 40. Schätze ich gar nicht meins. Ich glaube, diese Kategorie rennt einfach keiner. Ja, es ist tatsächlich relativ wenig. Schlecht im Schätzen. Ich pack das Bild jetzt mal rein. Es ist tatsächlich Platz 86. Dementsprechend. Warte, Misa oder Kidwex? Ich glaube Misa, ne? Das ist 47. Oder? Kidwex, könnt ihr doch mal reinhalten? Ich habe 20, ja, Misa. Misa. Okay, Misa. Misa kriegt 200 Punkte und ist somit endlich im Plus. Okay. Dicker 60. 60 wäre am nächsten dran gewesen. Nee. Gut, dementsprechend darf Vanessa wieder aussuchen. Hab keinen Sound. Dann musst du F5 drücken. Ich nehme Filmklassiker 200. Filmklassiker 200. Wo ist es? Den war es doch noch. Hier. Bom, bom, bom. Eine Star Wars-Frage. Was war das? Filmklassiker. Muss man ich noch kennen. Ich schau kein Star Wars. Okay. Wie hieß der Meister von Obi-Wan Kenobi? Okay. Schwierig. Dann habe ich ein Bild. Okay, ich merke, keiner weiß es. Das ist traurig. Damit ist die Frage jetzt weg. Die Antwort wäre gewesen: Qui-Gon Jinn. Was? Wenn man den den Namen googelt. Ich schreibe es einfach mal in den Chat rein. Ah, nicht so. Wenn man den Namen googelt und das Bild sieht, weiß man sofort, ach, der. Ich persönlich wusste auch nicht, wie der heißt, aber als ich das Bild gesehen habe, dachte ich so, ah, okay. Gut. Hätte, glaube ich, ein bisschen schwieriger sein, also nach unten gepackt. Nein, der heißt Liam Neeson. Wohl da hinten. Gut, dann, Heatwax. Ja, komm, dann räume ich mal von oben auf Nintendo 200. Nintendo 200. Nintendo ist fast weg. Ich glaube, man müsste da immer so ein Nintendo-Quiz machen. Weil die war immer am begehrtesten. Nintendo 200. Okay. Wie heißt
der Synchronsprecher von den Nintendo-Figuren von Super Mario, Luigi, Wario und viele mehr, die er noch spricht. Also der Hauptsynchronsprecher der Figuren. Ah. Ah. Wenn man jetzt den Namen wüsste. Ich weiß, wie er aussieht, aber ich kann seinen Namen nicht. Ich weiß auch, wie er aussieht. Fritz hat sogar eine Autogrammkarte im Regal stehen. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Okay. Dann löse ich mal auf. Der Name ist Charles Martinez. Oder Martinet. Französisch. Okay. Ja, schon mal. Ich kann sie aussprechen. Okay. Dann ist wieder Misa dran. Gamerwissen 300. Gamerwissen 300. Du hast das Falsche angeklickt. Gamerwissen 300. Hoppla! 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 Oh Junge! Wenn wir schon eben bei dem Thema waren... Hoppla! Hoppla! Musst du auf Hoppla warten. Der Schamane in Banjo-Kazooie, welcher von seiner ehemaligen Schülerin Gruntilda verzaubert wurde, hilft Banjo und Kazooie öfters im Spiel. Doch wie heißt der überhaupt? Der Schamane. Misa! Mumbo. Lassen wir gelten. Eigentlich ist es Mumbo Jumbo, aber in meinen Augen ist es in Ordnung. Das heißt 300 Punkte für Misa. Ich kann pokern. Genau der. Der gute Ich kann pokern. Der mit der Waschmaschine. Der Waschmaschine, genau. Waschmaschinen leben länger mit Kazooie. Genau. Schamane in WoW wüsste ich. Okay. Alles klar, Ecke. Wer war jetzt dran? Ich bin wieder aus dem Konzept raus. Ich war dran. Okay. Vanessa ist dran. Dann nehme ich Frittenfett Senpai 300. 300 Frittenfett Senpai. Okay. Das ist relativ schwierig. In welchem Jahr fing Fritte mit dem Stream an? Und das, damit meine ich auch den Stream-Account, den ich vorher hatte. Frittenfett 91. Ich habe ja irgendwann gewechselt. Also wann habe ich überhaupt angefangen zu streamen? Vanessa! Ich würde jetzt sagen 2014. So nah dran. Es ist tatsächlich 2015. Oh, sad. Aber da muss ich leider jetzt konsequent bleiben. Das Ranking hat sich geändert. Tatsächlich. Schade. Lisa Erster, Kidrex Zweiter, Vanessa Dritte. Ich komm noch. Aber auf das Google. Heißt Das heißt ja nicht. Vanessa geht halt viele Risiken ein. Und das ist eigentlich auch gut, weil so kann man immer Erster werden. Apropos Erster werden, Kidrex. In alter Frage. Tradition, Nintendo 1000. Nintendo 1000! Ja, oi. Irgendwann müssen wir ja daran. Okay. Damit waren wir die letzte Nintendo-Frage von dem heutigen Tag. Und die Frage ist tatsächlich sehr schwer. Okay, Hände an die Buzzer, aber naja, okay, ich will es nicht sagen. Hände an die Buzzer, aber ihr werdet es nicht lösen. Also, die Frage ist schwer. Und auch teilweise eine Falle. Ich bin gespannt. Ja, GG! Nachdem wir Erics Resub abwarten. Vielen Dank, Erik. Resub. Danke, Erik. Oh Gott, was macht er denn da für Emojis? Resub seit 18 Monaten. Sonnig mit Wolken und Regenschauern. Regenwolke. Okay, ich lese die Frage Gewitter, vor, ihr könnt mich ja Tornado, verstehen. Nebel, Sturm. Wie hieß Achterbahn, die erste stationäre Konsole 33, von Nintendo? Helikopter. Die allererste Konsole, die Nintendo produziert hat. Stationär ist. Ne? Nicht. Tragbar. Na, wer sagt das? Wer sagt es? Wer traut sich? Oh, soll ich mich das trauen? Du bist gemein mit deinem, das ist eine Fangfrage. Ich hab's tatsächlich auch falsch beantwortet. Was aber nicht viel heißt, ne? Oh! Okay, das hast du ja. Easy, sagst du, Ecke.
ist genau darauf reinfallen. Okay, ich gehe mal davon aus, noch 5 Sekunden. Und vorbei. Okay. Wer von euch hätte Ness gesagt? Ich. Okay. Ness ist falsch gewesen. Die erste Konsole von Nintendo heißt Color TV Game 6. Oh wow. Das ist richtig fies. Und das weiß man woher? Nerdwissen. So, so sieht das gute Ding aus. Interessant. Für Pong und Co. Man sieht unten auf der Verpackung 1977, also weit vor unserer Zeit. Außer Zeus, Zeus müsste es mitbekommen haben. Das war vor dem Videogame Crash dann. Okay. Gut. Dann, Isa, du darfst die nächste Frage auswählen. Filmklassiker 300. Filmklassiker 300. Alles klar. Und los. Wie viele Istari, in Klammern alte Zauberer von Herr der Ringe, gibt es im Herr der Ringe-Universum? Grabwächter Reesup seit 8 Monaten. Danke, Grabwächter, wenn wie es ab. Wie die Zeit vergeht, Augen verschließe an der Affe. Auf viele weitere Monate, na, grünes Herz, grünes Herz, Barty Popper, Barty Popper, Bierkrieger, mit denen angestoßen wird, Bierkrüger, mit denen angestoßen wird, Bierkrieger, mit denen angestoßen wird. Und wer traut sich? Wie viele alte Zauberer gibt es im Herr der Ringe-Universum? Besser? Ich sag 73, keine Ahnung. Uiuiui. Ich kenne mich damit null aus. Also verwechselst du gerade Herr der Ringe mit 300? 73 ist echt heftig. Okay. Nein, ich habe keine Ahnung. Aber also, ich meine, es sagt sowieso niemand was. Also. Ich hätte dann abgebrochen. Jetzt, ich kann dir schon mal sagen, du verlierst 300 Punkte. Ja, mein Gott. Ich pack mal was rein, das es erklären sollte. Man kann es zählen. Einmal wäre gewesen 5. Ja. Als ich schon die erste Runde gesehen habe, wusste ich sowieso, dass ich echt keine Chance habe. Na, das heißt nicht. Ja, das Bild ist aber falsch. Da war Dumbledore gar nicht drauf. Uff. Und Snape. Ja. Nur weil ich Raven-Dingens bin, oder was? Uff. Raven-Dingens. Ja, war Gandalf. Der geht auf den Rave-Dings. 5000 Watt Bass Machine. Okay. Wer ist denn jetzt dran? Ich glaube Vanessa, oder? Ja. Ja, mach Games auf 2019 300. 300, okay. Die einfachen Fragen sind damit dann zu Ende. So, aber wie gesagt, habt ihr letztes gemerkt, beim Finale sind ja teilweise einfache Fragen und da könnt ihr noch ordentlich aufholen. Aber erstmal zu der neuen Frage. Wie heißt der vollständige Name eines Jump'n'Runs, welches 2019 veröffentlicht wurde, was eine gewisse Ähnlichkeit zu Donkey Kong Country besitzt? Das ist ein Indie-Game. Haben viele Streamer in letzter Zeit auch gespielt. Außer ich. Ja, das ist ja auch von 2019. Du spielst ja keine neuen Sachen. Oh! Alter. Zeus, was ist mit dir los? Uff. Da verschenkt einfach 100.000 Flippen. Ehrenmann. Okay, dann würde ich mal sagen, die Frage ist RIP. Es ist tatsächlich Yooka-Laylee and the Impossible Lair gewesen. Donkey Kong Country? Das ist doch Banjo-Kazooie, ja. Nicht Donkey Kong. Ja. Der erste Teil. Der neue Teil, was sie rausgebracht haben, ist wie Donkey Kong Tropical Freeze und Donkey Kong Country. Die haben quasi... Ist halt Rare, ne? Die versuchen jetzt alle ihre damaligen Spiele wieder neu rauszubringen. Gut. Dann E-Drax. Dann nehmen wir Games of 2019 600.
ist klar. Weil wir uns da gerade schon so gut auskannten. Okay, Hände an die Wasser. In welchem amerikanischen Bundesstaat spielt das postapokalyptische Zombie-Drama Days Gone? Die Frage habe ich von Rocket Beans kopiert. Gleiche Punktzahlbewertung. Ich sag doch, kennen wir uns genauso gut aus. Okay. In Uganda, ja, das klingt Sinn. Uganda ist in Amerika, ja. You know the way. Auf jeden Fall. Ich habe Days Gone tatsächlich auch noch nicht gespielt. Aber ich glaube, ihr auch nicht. Ist ja auch von 2019. Ja. Okay, dann würde ich sagen, Ende im Gelände. Es wäre in Oregon gewesen. Ja, wir hätten ja 51 Varianten gehabt zum Raten. Ja, eine wäre richtig gewesen. Und Uganda. Und Uganda. Wissen viele gar nicht. Okay, nächste Frage, nächstes Glück. Misa müsste es jetzt sein, ne? Filmklassiker 600. Filmklassiker 600. So. Ich bin gespannt. Und wir erst. Wie heißt das Raumschiff im ersten Teil von Alien, auf dem sich Ripley befunden hat? Also es geht um den Film Alien. Okay. Raumschiff Enterprise ist leider nicht korrekt, Zeus. Boah, das sind Fragen, ne? Das sind Fragen, ja. Deswegen das Fragezeichen am Ende. Nicht wie bei Jeopardy, das. Telefon! Telefon! Geh ruhig, Vanessa, mach mal Pause. Muss dir nicht unangenehm sein. Okay, okay. Meine Schwester ist reingegangen. Okay. Uff. Danke, aber ich Schwester. Glaube, es weiß gerade keiner, ne? Gut. Die Antwort wäre gewesen Nostromo. Wissen viele gar nicht. Ja, wenigstens drei wissen es nicht. Okay, Vanessa, deine nächste Frage. Dann mache ich weiter mit Frittenfett Senpai 600. Frittenfett Senpai 600. Alles klar. Oh mein Hello. Gott! Soll ich noch warten? Okay. Und tschüss. Mann, wir wollen ja fair sein. So, was haben wir denn? Oh, das ist eine interessante Frage. Da bin ich mal gespannt, wie ihr entscheiden werdet. Aber wir warten jetzt erstmal. Wir wollen ja fair bleiben. Warten oder direkt verlieren? Also bisher, Vanessa hat 1600 Punkte im Minus auf Platz 1. Effektiv muss ich zwei Fragen richtig beantworten, ne? Rex hat 700 Punkte minus. Und Lisa, na gut, Platz 1, ne? Der Anrufer kennt die Fragen schon. Der Anrufer ruft bestimmt extra an. Ey, du bist ja live! Hi! Grüß mal alle gleich! Da hätte ich vorhin die Hälfte gewusst. Echt? Jetzt weiß ich wahrscheinlich keine. Bei den Pokémon-Fragen? Weil ich habe tatsächlich die Streamer die Pokémon-Fragen zugeordnet, weil ich so dachte, ja, vielleicht wissen sie das besser. Aber ja, gut. Ja, die ja, ich wäre aber auch bei Ebenenfragen, wäre ich an manchen Stellen komplett aufgeflogen gewesen. Ja. Also, Memo an mich: nächstes Mal ein bisschen einfachere Fragen reinpacken. Oder Antwortmöglichkeiten. So. Antwortmöglichkeiten wäre auch tatsächlich interessant. Aber dann, wenn wir Antwortmöglichkeiten machen würden, dann müsste man aber sagen: die Person, die aussucht, die hat es dann auch. Nur die darf beantworten. Ne? Wäre sonst chaotisch. Ah, Vanessa ist wieder da. Schön. Ja. Hörst du mich? Ja. Okay, gut. Dann will ich jetzt mit der nächsten Frage weitermachen. Okay. Rittenfett für 600 Punkte. Welche Twitch-Kategorie wurde von Fritte in den letzten 365 Tagen, also ein Jahr, am meisten gestreamt? Vanessa.
Retro. Retro, sagt Vanessa. Hätte ich ja auch getippt. Die Antwort ist, dafür habe ich ein Bild. Es ist tatsächlich Retro gewesen. Glückwunsch, yeah! Vanessa kriegt 600 aber Punkte. Ja, Retro mit 99 Stunden. Gut, wahrscheinlich jetzt 103 wegen jetzt gestern Nacht oder so, was ich bei Resident Evil gespielt habe. Aber ist egal, Retro ist Platz 1. Glückwunsch. So, Vanessa hat 600 mehr. Warte. Endlich mal was richtig gemacht. Oh, wir haben einen neuen Platz 2. Yeah. Woo! Woohoo! Die Dress freut sich irgendwie nicht. Was ist da los? Okay, dann darf Kidwex jetzt sich die nächste Frage aussuchen. Gamerwissen 600. Nintendo ist ja weg. Gamerwissen für 600. Okay. Also das solltet ihr auf jeden Fall wissen. Ich bin gespannt. Welches Erfrischungsgetränk taucht häufig in dem Franchise Fallout auf? Misa. Nuka-Cola. Nuka-Cola. So. Und wir haben hier ein Beispiel. Es ist tatsächlich Nuka-Cola. Es Misa kriegt 600 Punkte. Woo! Yeah. So. Gut. Prost. 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 Misa, du darfst die nächste Frage aussuchen. Machen wir direkt weiter. Gamerwissen 1000. Gamerwissen 1000. Okay. Gar kein Soundeffekt für 1000? Doch. Da ist er. Ich glaube, die Gruppe vorher hat so ein Spiel gesagt, dachte ich so, oh oh. Ich hoffe, die Frage war nicht da, weil die hatten Ahnung von dem Spiel. Aber ich bin mal gespannt, ob ihr Ahnung habt. Denn die Frage lautet: Wer ist der Oberbösewicht in Monkey Island? Also wie heißt der? Hidrex. LeChuck. LeChuck. Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Das ist tatsächlich LeChuck. 1000 Punkte. Oh Gott, ist das lange her. Hey, ich bin im Plus. Hidrex. Das heißt, wir haben einen neuen Platz 3. Ah. Ja, Glückwunsch. Das heißt, LeChuck. Vanessa, du darfst die nächste Frage aussuchen. Machen wir heute mit Fritte 1000. Fritte 1000. Ja. Okay. Ende an die Buzzer. Oh Gott. Halt, stopp, der Sound muss ich abspielen. Vor welchem Tier hatte Fritte als Kind Angst? Was? Hast du vor kurzem in ein paar Streams drüber geredet? Ich habe nur ein Viewbot, ich guck nicht. Na, wer ist jetzt? Schön. Und letzte Chance. Und vorbei. Die Antwort ist relativ simpel. Es waren Hunde. Nichts Außergewöhnliches. Ich hätte jetzt Ziege oder Gans erwartet. Ziege. Oder so. Weil ich auf dem Dorf lebe oder was? Okay, Kidrex, deine letzte Frage, die du aussuchen darfst. Ah, dann, oh, schwere Entscheidung. Ich nehme die Games. Die Games. Okay. Das ist jetzt eine Frage, die in Richtung Memes geht. Ich bin gespannt, wie sehr ihr auch so im Internet unterwegs seid. Denn jetzt kommt ein Statement. Hoppla! Nicht Hoppla. Hoppla! Sondern die Ankündigung von Pokémon Schwert und Schild blieb auch vor den Mainstream-Medien nicht unbemerkt. Eine mexikanische Zeitung wusste aber angeblich Bescheid, dass es wohl noch eine dritte Edition geplant war. Wie hieß denn die dritte Edition neben Schwert und Schild? Das war auf Tumblr und überall konnte man die Memes finden. Ja, das habe ich wieder verdrängt. Oh man. Was ist Tumblr? Bin ich dafür zu alt?
Ja. Oder auf Twitter und Co. Also, du sollst nicht spoilern. Okay, 5 Sekunden. Und vorbei. Meine, es gibt Schwert und Schild. Was könnte in dem Kontext noch gut passen? Vielleicht ein Speer, Axt. Aber nein, Speer war es nicht. Es war Pokémon Gun. Gun. Und ich habe da ein paar Bilder. New Kitchen Gun. So stand es in der Zeitung. Pokémon Gun. Und da gab es natürlich noch gewisse Memes. Bei Pokémon Gun war auch ein legendäres Pokémon, ne? Das kann als Fan-Game. Oh mein Gott. So, solche Bilder gab es zu dem, oder noch viel mehr. Auf jeden Fall Pokémon Gun wäre richtig gewesen. Okay. Gut. Misa, du darfst die letzte Frage auswählen. Was hättest du denn gerne? Gamerwissen 100. Gamerwissen 100, alles klar. Nein. Okay. Filmklassiker 1000. Nein, ich bin natürlich Filmklassiker 1000. Darin bin ich nämlich gut bis jetzt gewesen. Gut. Ja, soll man direkt Buzzern und Titanic sagen? So, ihr Filmklassiker, wenn ihr das jetzt nicht wisst, war bisher wurde, glaube ich, nur eine Frage richtig beantwortet bei Filmklassiker. Also, ihr müsst mal ein bisschen mehr Netflix gucken. Die Filme sind nicht auf Netflix, die du genannt hast. Verdammt, du hast recht. Dann, legale Kopien von Amazon. Und so. Okay. Bei Jurassic Park. Warum konnten sich die Dinosaurier vermehren, obwohl alle weiblich waren? Ich kenne das Zitat dazu. Ich rate. Du ratest? Gott sei Dank hat das nicht angefangen. Okay, 5 Sekunden. Wer traut sich? Und vorbei. Die Antwort wäre gewesen, die DNA wurde mit Fröschen gekreuzt, die ihr Geschlecht ändern konnten. Gidwex wusste es anscheinend. Okay, Kröten. Ja, Ecke wusste es auch. Kröten hätte ich auch gelten lassen, um ehrlich zu sein. Okay, damit sind wir mit den schwierigen Fragen und mit grundsätzlich allen Fragen durch. Aber es gibt noch die Finalrunde. Und selbst Yay. Vanessa kann theoretisch noch Platz 1 werden. Also, nichts ist vorbei. Zeit fürs Finale. Gut. Dann macht euch bereit. Ihr habt es ja mitbekommen. Ich mache wieder die Strichliste. Und ich lese jetzt ganz schnell die Fragen vor. Nach meinem Tempo. Und es wird keine Luigi's Mansion-Frage sein, wo man nachrechnen muss. Aber dafür haben wir andere Fragen. Und es geht jetzt los. Muss man buzzern? Ja. Also buzzern, raushauen und dann geht's direkt die nächste Frage weiter. Okay. Die erste Frage. Wie heißt der Vater von Fox McCloud? Star Fox. Drei, zwei, eins. James McCloud. Zweite Frage. Wie viele Bundesländer gibt es in Deutschland? Vanessa. 16. Korrekt. Ja! Wie heißt die Sprache, die die Sims sprechen? Misa? Englisch? Nein. Ich meine so, ist nicht Englisch. Es ist Simlish. Ich wusste es, oh mein Gott. Die Sims? Du hast die Simpsons gesagt. Naja, die Simpsons gesagt. Dann war es die Audioqualität. Ich hab auch selbst gedacht, die Simpsons. Du hast Simpsons gesagt. Du hast Simpsons gesagt, 100%. Okay, dann zieh ich zurück. Dann zieh ich zurück. Moment, Punkte abziehen, alles gut. Nein, passt schon. Die Frage ignorieren wir jetzt einfach. Okay, nächste. Vielleicht bin ich einfach nur... Ja. Dann muss ich gleich zurückspulen.
In Star Trek Raumschiff Voyager folgen wir einer gestrandeten Besatzung. Wie heißt deren Raumschiff? Ja. Raumschiff Voyager? USS Voyager, aber ich lasse es trotzdem gelten, weil es eigentlich eine Fun-Frage war. Gut. Dann die nächste Frage. Im Winter 1879 zeigt Thomas Alva Edison die erste funktionierende. Also, was hat er erfunden? Vanessa? Glühbirne. Das ist korrekt. Die Glühbirne. Nächste Frage. Was erhält man, wenn man Eigelb, Öl, Salz, Pfeffer und ein wenig Senf mit Essig berührt? Heatwax. Mayo. Ist es ein Instrument? Natürlich ist das ein Instrument. Ja, ist korrekt. Mayonnaise. Ich habe gestern ein tolles Video gesehen, dass das als Instrument taugt. Okay. Dann schicke ich nachher in Discord. Das ist schön. So, nächste Frage. Michael Schumacher hatte Ende 2013 einen schweren Unfall. Wobei verletzte er sich? Vanessa? Beim Skifahren. Korrekt. Vanessa holt sich heute jetzt die Punkte. Ja. Nächste Frage. Es kommen noch drei insgesamt. Wie heißt ein Held in grüner Rüstung mit Schwert aus dem Nintendo-Universum? Lisa? Kommt drauf an, es ist eine Fangfrage. Wenn ja, ist es Zelda. Wenn es richtig ist, ist es Link. Es ist Link. Das ist korrekt. Ich habe gehofft, dass irgendjemand Zelda antwortet. Was? Zelda! Oh, fuck. Okay. Jade ist sich übrigens einig, dass es Sims war. Ja, okay. Gut. Gut, dann zieh's mir ab. Na, mal gucken. Ich schreib mal in Klammern. Ein bisschen mehr auf Aussprache achten, dann wird das auch besser. Vorletzte Frage. Wie heißt der schwer atmende Sith der dunklen Seite in Star Wars? Lisa? Darth Vader. Das ist korrekt. Und jetzt kommen wir zu der letzten Frage. Lisa, das wirst du hundertprozentig beantworten können. Wie heißt die Hauptfigur in Resident Evil 4? Hedrex. Leon. Das ist auch korrekt. Leon F. Kennedy. Vollständig ist sogar noch besser. Das ist auch korrekt. Ja, damit haben wir jetzt einen Endpunktestand. Lisa hat, sagen wir mal, 3 richtig. Ich ziehe jetzt den einen erstmal nicht ab. Das wäre 1600. Endpunktestand. Vanessa hatte 3 richtig. Das heißt plus 600. Vanessa hat 400 Punkte. Yay. Und Keydrax hat 1 richtig gehabt. Das heißt 200 Punkte. Somit kommen wir jetzt zum folgenden Endstand. Egal, ob wir Lisa das jetzt abgezogen hätten oder nicht. Ist egal. Er hat 1600 Punkte und ist Platz Nummer 1. GG. Gefolgt von Keydrax mit 900 Punkten und Vanessa mit 400 Punkten. Wie bitte? Ich dachte auch, du hättest mal was richtig gesagt. Ich hatte noch was richtig. Tatsächlich. Du hast recht. Ich kann nicht zählen. Nein. 1, zu schwer. 1, 2, viele. Bei Keydrax sieht man das vielleicht. Da ist ein Strich, aber der Kugelschreiber hat einfach nicht geschrieben. Okay. Deswegen. Gut, damit GG. Haben wir einen Endpunktestand. Lisa gewinnt und er war, glaube ich, auch tatsächlich derjenige, wofür alle abgestimmt haben in der Umfrage. Nee, ich glaube nicht. Der Favorit, nicht? Das war 442, oder? Guck mal gerade. Handy. Ja, irgendjemand hat es gerade noch geändert. Aha, unehrenhaft. Richtig. Unangenehm. Okay. Ja, damit Glückwunsch an alle Leute, die gewonnen haben. Also Lisa. Schande. Und Schande. Ja, schön, dass ihr da wart. Auch hier waren, glaube ich, die Fragen wieder ein bisschen zu schwer. Aber daraus lerne ich. Dann weiß ich, dass man halt ein bisschen dann nehmen soll. Ja, entweder die Fragen zu schwer oder die Teilnehmer zu doof. Ich bin halt zu schwer. Sorry. Ich meine, Rocket Beans, die spielen ja... Sie sind nur am Zocken und die wissen dann auch natürlich mehr. Ich muss natürlich die Frage auch ein bisschen anpassen. Ich selbst hätte auch die Frage auch nicht beantworten können.
Ich sollte also Fragen nehmen, die ich selbst beantworten kann. So, so ich gehe jetzt für Strömming essen. Gut, dann mache ich jetzt erstmal Pause. Schön, dass ihr da wart. Und was gleich kommt, keine Ahnung. Ich muss mich mal selbst finden. Vielleicht. Im Zweifelsfall Retro haben wir gelernt. Retro geht immer. Ja. Wollen wir spielen Resident Evil weiter? Das können wir tatsächlich machen. Finde ich gut. So spontan. Ja, dann. Tschüss. Adios, bis zum Amigos. Tschüss. Alle mal winken. Kirex auch. Ich hab doch schon gewinkt. Noch mehr. Emotionaler. Ja.